wird bla 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 direkt und so weiter. Oh, Ginchio Force. Ginchio Force, ja. Das Königreich Violumo. Du bist also Phanaxi, nicht wahr? Ich habe mich schon gefragt, wie mächtig du wohl sein würdest. Und ich komme zu dem Schluss, dass du wohl keine Herausforderung für mich und mein Scheinungs darstellst. Ah. Was ist denn los? Ihr seid los. Ihr seid mein Kind. Und ihr sprecht zu den Kindern. Er hat schon so ein bisschen Edgeworth an ihm, oder? Ein bisschen. In Ordnung. Ich werde mit dem Gerede aufhören und stattdessen meine Stärke auf dem Schlachtfeld demonstrieren. Schluck. Soll ich Schluck? Ja! Und dann mal irgendwann Kulp. Ich glaube, überall, wo drei Punkte sind, denke ich mir jetzt was auf. Außer beim Protagonisten, der darf stumm bleiben. Bei meiner Ehre, ich werde euch aufhalten. War er wirklich für seine Elektro-Pokémon berühmt. Wir haben diesen Ort aufgebaut. Es ist ein Ort, in dem wir uns den Kampf hingeben. Wir haben ihn jedoch nicht als Zufluchtsort für deinesgleichen erbaut, Phanaxi. Dreimal Elektro? Dann schaue ich doch, dass das... Das sind wieder Buttons. Wenn auch schwer zu sehen. Ja. Ja, und die sind dann dafür, wahrscheinlich die zugehörigen Bereiche abzuschalten. So die mit den zugehörigen Farben. Was ist hier drüben? Was ist hier drüben? Das wird aber schwer. Ja. Wird aber auch schon nicht. Zwei, um da hinzukommen. Ja, also da. Ja, auch für die habe ich keine. Ja, genau. Für keins eigentlich, außer du so, da machen wir genau das. Ja. Ja, nee, also was das Rekrutieren angeht, zur Not ein paar Mal danach nochmal ein Training oder. Also, okay, ja. Dann würde es nur durchkommen, wenn irgendeiner mit einem Schalter das abstellen würde, aber warum sollte man? Also warum sollte der Gegner das zum Beispiel tun? Also ist ja immer auf der anderen Seite der Schalter. Ja. Die Feuer-Pokémon zu managen ist hier auch echt schwierig. Weil die halt zwei Felder entfernt angreifen müssen. Reichweite ist auch wichtig. Okay, also bisher habe ich nur gesehen bei Speed. Okay, da ist schon mal. Okay, dafür waren die. Die waren gar nicht zum Abschalten von irgendwas. Kann man irgendwas angreifen, um was abzuschalten? Ich habe eigentlich keine Ahnung da tatsächlich. Ja, das ist gut gedacht. Erstmal von der Seite aus anzugreifen und dann mit dem Flammschirm von vorne. Oh, damit könntest du ihn dann wahrscheinlich auch gleich rekrutieren. Das ist ja perfekt. Also, macht er nicht. Man kann ja trotzdem noch eine Runde. Anlauf und Feuer! Gehen jetzt alle nach links. Ja. Mal mit dem
Mack kommst du da auch noch nicht hin. Nee. Kannst du auch noch nicht hin. Das ist halt die Frage, ob du jetzt den als Tank dort hinstellst, damit die erstmal rankommen können. Oder das Pummeluff. Du könntest auch Evoli durch die Kriegerfähigkeit noch einen Boost in seiner Reichweite geben. Dann kommst du bis zu Shinox. Ja. Ja, nee, genau. Ja. Und dann gibst du. In der Hoffnung, dass die dich nicht jetzt alle so rundherum angreifen und. Aber ich würde denken, es hält es aus grundsätzlich. Ja, oder das Pummeluff davor, dann kann keiner dahinter schon mal stehen. Dann also ist schon mal eine Seite abgedeckt. Ja. Fällt mir jetzt auch gerade erst auf. Ja. Länder! Nein! Animateur, eine Plus. Ach so, oh. Das sind beide. Aber nicht so schlimm. Ja. Ich bin mal gespannt, wo dann Pichu hingestellt wird. Oh! Naja, gut, eine Runde und dann. Oh! Mist! Nicht von irgendwo angegriffen werden dann. Ah. So eine Frage, kann man ihn irgendwie so baiten, dass er in Position steht, weil ansonsten wird das auch mit den vier Runden kommen. Ich guck mal, ob das nicht recht passiert ist. Genau, das ist ja das. Ich habe nicht eingedacht, dass der das ja auch macht. Ja. Oh Mann. Vielleicht mit dem Flampion? Also, ja, auch mal. Warte mal, das muss direkt daneben stehen. Ja. So eher. So eher, genau. Und dann mit dem Glumanda 1 nach oben gehen. Das wäre gut. Dann baitest du den so, dass du ihn mit beiden treffen kannst. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Ja, genau, genau. Das ist ja der gelbe Schalter. Also, ich würde jetzt drauf spekulieren, gehst da eins hoch und hoffst darauf, dass. Ich bin sogar in jedem Falle, wenn es versucht wird anzugreifen. Jetzt lass mich mal überlegen. Ja. Ich überlege, ob ich den Weg mal irgendwo so denken muss. Also, das einzige wäre, wenn du auf Sodamax oder man sagt, jetzt. Aber dann müsstest du mit dem Evoli erstmal auf den Weg und da. Das ist schon. Ja. Ja. Plan. Aber was mache ich denn mit dem Pummeluff? Das ist dann irgendwie. Naja, du kannst das gegen Voltilam kämpfen lassen. Du kannst. Ach, das Voltilam habe ich ganz vergessen, das sitzt ja auch. Ja, stimmt. Ja, oder du gehst wirklich drumrum um das Voltilam und machst das erstmal mit drei Pokémon weg. Wahrscheinlich nicht ganz, aber. Mal gucken, wie viel es abzieht. Bis zu 25 vielleicht. Oder Volltreffer noch und so. Ja. Oh! Ja. Achso, wie lange? Dann triffst du Pumme noch mit. Doch der aus Söder hat das schon mal ja. Genau, und damit schützt du auch so ein bisschen Pummeluff. Ah, aber ich will mehr. Und mach das erstmal, glaube ich, und in der nächsten Runde kannst du ja mal die Heilung von Oichi
Ja, also am besten aus dem Weg, nicht dass Sparalini auf die Idee kommt, sich davon baiten zu lassen. Oh Mann. Oh nein. Boah, gleich drei. Solange jetzt nicht Voltilam noch so viel. Achso, okay, auch. Bitte lass keins davon so richtig paralysiert sein. Ja. Sieht so und lernt. Oh. Aquaknarre, ja. Das war nicht so. Aber, die stehen aber gut. Und jetzt stehen die nämlich auf, so steht das. Naralini super. Oh ja. Ich glaube, wir müssen unbedingt mal jetzt Pummel noch heilen. Vielleicht verschiss es nicht, oder? Ich bin mir nicht mal sicher, aber anscheinend haben wir Glück gehabt. Okay, wir fangen mal mit Chia, mit der Oichi-Fee. Wo ist das denn? Die generiert HP, wenn auf Gras gestanden wird, ja. Also die verschiedenen Gnaden. Ich hoffe, das knapp. Boah, das war gut. Ja. So, aber jetzt Moment, ich glaube, ich bin jetzt dabei. Scheidungs. Wenn du jetzt zum Beispiel Video machst, so stehen jetzt die Scheidungs. Das ist auf jeden Fall. Und mit dem Feuer-Pokémon würde ich mich jetzt erstmal dann noch um Dings kümmern. Um Staralini. Aber du kannst erstmal schauen. Ich würde jeden versuchen, was ich mit dem Scheidungs. Ja. Go. Sehr, sehr gut. Oh. Ja, ist bei den anderen wahrscheinlich gerade auch so durch die Blender, die uns. Aber. Nicht, dass am Ende wieder sowas wie ein Krank kommt. Oh, zumindest getroffen. Könnte sogar mehr runden mit einer 83% Wahrscheinlichkeit. Nein! Ich wusste, dass das passiert. Okay, dann. Da würde ich jetzt den Strahlen. Und dann kannst du mit Commander das Ganze beenden von mir. Ja, und vor allem von dem. Das ist auch ein potenzieller Kriegsherr. Das war ja dieser, der in der Katze mit dem war, wo ich. Stimmt. Das ist so cool. So. Jetzt können wir mit Felino höchstens noch zum Volti lernen. Ah! Na dann zur Seite. Ja. Muss ich haben oder nicht haben? Jetzt können wir. Genau. Was passiert eigentlich, wenn das immer passiert? Der besiegt jetzt und ist wieder da. Dann ist es beim nächsten Mal wieder da. Oh Mann. Können wir nicht auch Energie plus kriegen? Und die Gegner Genauigkeit minus? Oh nein! Weil Felino ja einen Bodentyp noch hat. Und dementsprechend das normal effektiv ist. Aber trotzdem, dafür ist es nur normales. Jetzt kannst du mit Anlauf auf das Volti landen. Was hält der? Tatsächlich. Boah. Ich kenn's so. Aber wenn man sie selbst hat, ist sie cool. Einer weiter müssen. Dann kannst du höchstens jetzt Multilam kaputt machen gerade.
dieser Runde. Anlauf und... Voll von hinten. Wenn ich das... Achso, nee, auf, du willst auf das Schein aus. Ja. Ja. Ja, das ist... Oh! Oh! Schade. Ja. In der Hoffnung, dass du vielleicht sogar beide triffst. Okay. Oh, ein Volltreffer, Alter! Ich hätte nicht gedacht, dass du dich übertroffen würdest. Achso, ja, stimmt, du hast ja die Fähigkeit schon nicht mehr. Weiß nicht, wie du weiter mit dem Felino noch kommst. Auch nicht. Aber warte mal. Ja, spritz ab von da. Nein! Ja, nee. So ist das Leben. Ja, nur das Kribbeln, glaube ich. Ja, die ist wichtig. 110 Gold sind 110 Gold. Kann man ohne Recht haben? Ja. Jetzt kannst du von drei Seiten aus angreifen, ist so die Frage. Erstmal die Truhe mitnehmen. Ja, das klar. Da meine ich das so. Ja, jetzt so umdrehen, genau. Hi, June. Hier ist nichts mehr drin. Oh ja. Ja. Genau, und vielleicht kannst du mit Felino dann noch. Ich frage mich, ist das eigentlich paralysiert? Und wir hatten bisher Glück? Bam! Nehme ich. Besiegt? Ah, nächstes Mal wird es anders laufen. Welches nächste Mal? Oh. Oh. Schöne Werte. Ordentlich. Ja. Gut. Hat sich gelohnt. Oh, warum das eigentlich? Ich dachte, Moneshige hätten wir... Vielleicht geht der auch nicht. Moneshige ging nicht, weil den muss man mit einem Kriegsherrn-Anwärter auch besiegen. Oh, das hatte ich voll vergessen. Passiert. Ja. Das ist ja sowas. Also, bei diesen ist es dann sinnvoll, innerhalb von 4 Runden und dann auch mit Evoli oder Orichis. Pummelhof in dem Fall. Oder wenn. Warte, stand da Wildkampf? Oh Mann. Das war echt zu schnell leider. Nee, ich hab's genau gesehen. Ich meine, da stand Wildkampf. Warum? Das ist noch von der Anfangszeit. Wie gesagt, wo ich schon mal gesagt habe, ich habe mit einem nicht ganz einwandfreien Tastatur dort getippt. Aber ich sehe hier so eine gewisse Regelmäßigkeit. Gewitterstürme, Wildkampf. Ja, ich glaube, das T war. Das hat geklemmt. Das könnte gut sein. Die Festung von Violumo untersteht jetzt deinem Kommando. Untersteh ich.
Nein, mein Gewissen ist rein. Ich bin klein, mein Gewissen ist rein. Dieser Kampf wurde fair und ehrlich ausgetragen. Er hat den Namen meiner Familie nicht besudelt. Wir haben zwar nicht das Königreich verteidigt, dafür aber unsere Ehre. Das ist alles, was zählt. Das Königreich ist uns egal. Sollen die Menschen kochen? Oder Kuchen essen? Oder aus Folium. Beziehungsweise aus Flora, je nachdem, falls die Kommentare alle gesagt haben, warum nennst du es nicht Flora? Wer kommt denn auf die blöde Idee? Sorin? Sörin? Wird uns nicht stören.